Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns diesmal nicht in F1 2016, sondern wir befinden uns im American Truck Simulator. Yeah, mal was Neues für euch. Vielleicht interessiert es euch ja. Ich dachte, ich zeige mal was anderes, und zwar eins meiner anderen Lieblingsspiele, den American Truck Simulator. Und da ich gerade Lust auf eine komplett neue Karriere hatte, dachte ich mir, nehme ich euch einfach mal dazu und zeige euch mal den Beginn meiner neuen Karriere. So, für alle, die das Spiel nicht kennen, man ist hier ein Trucker. Da seht ihr auch schon hier mein derzeitiges Fahrzeug, den Peterbilt. Oder von Peterbilt. Ihr könnt hier einmal als angestellter Fahrer fahren. Und ihr könnt aber auch als selbstständiger Fahrer fahren und euch euer eigenes Imperium aufbauen. So, und da das Imperium, wie glaube ich fast immer, mehr Spaß macht, agieren wir auch natürlich als Unternehmer. Sind jetzt allerdings noch keiner. Deswegen können wir hier nur die schnellen Aufträge benutzen. Hier sind entsprechende Aufträge drin, wo quasi das Auto schon gestellt wird, oder der LKW vielmehr, schon gestellt wird. Den muss man dann nehmen, hat man also keinen eigenen und bekommt dieses Geld halt direkt als Lohn. Das sieht schon mal gut aus, ne? Also wenn das LKW-Fahrer kriegen würden, dann wären wir alle, glaube ich, LKW-Fahrer. Das ist aber leider nicht so. Ja, also wir sind im Moment angestellt. Haben auch aktuell einen Auftrag. Ich habe auch, wie gesagt, noch nichts gemacht. Ich habe nur meine Tasten eingestellt und meine Konfiguration, die ich so normalerweise benutze. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal direkt mit, ohne hier großartig zu palavern. So, rechts seht ihr mein Navigationssystem. Der blaue dreieckige Pfeil, das sind wir. Und die rote Linie symbolisiert unsere Fahrstrecke, wo wir hin sollen. So, machen wir mal das Auto an. Oder den LKW. Gang rein. Und los geht's dann auch schon. So, erstmal gucken mit der Lenkung und den Einstellungen, dass alles so passt. Moment, sieht es ganz gut aus. So. Man muss hier auch schön aufpassen. Der LKW ist entsprechend lang. Ups, das war ein bisschen zu doll. So, hier kommt nichts. Also können wir Blinker links und los geht's. Oder normal ohne zu blinken. Los geht's. So, ja, das Ziel ist erstmal, sich, wie gesagt, ein Imperium aufzubauen. Und für alle, die es auch noch nicht gesehen haben, wir befinden uns, wie der Titel des Spiels schon verrät, in the United States of America. Es gibt das Spiel auch als Euro Truck Simulator und spielt es logischerweise in Europa, wie der Name schon sagt. Ich finde das Spiel aber wesentlich interessanter, weil Amerika kennt man einfach nicht so gut. Ich zumindest. Und es ist immer schön zu sehen, wie das so in einem anderen Land funktioniert. Heute schon mal die Ampeln, sieht man, sind genau auf der gegenüberliegenden Seite, was ich persönlich als Autofahrer sehr geil finde. Weil alle kennen, sie stehen an der Ampel und man muss sich teilweise mit dem Kopf verbiegen, damit man sehen kann, wann endlich grün wird. Das finde ich in Amerika ist sehr geil gelöst. Also hier braucht man sich nicht anstrengen, man sieht die Ampel direkt gegenüber.
Finde ich ein sehr cooles Konzept. Geil finde ich auch, dass man an jeder Ampel rechts abbiegen kann oder darf. Wie bei uns der grüne Pfeil, den gibt es aber in Amerika an jeder Ampel, so wie ich das zumindest feststellen konnte bisher. So, kann ich schon mal ein bisschen links einordnen. Jetzt aber leider auch rot. Jetzt sieht man es auch hier, er biegt nämlich ab bei rot. Na, weil Amerika darf man immer rechts abbiegen. Deswegen sieht man in manchen Filmen auch, dass die LKW-Fahrer immer gerne rechts abbiegen. Also so Kuriere meine ich damit. So, quasi wie bei uns DPD oder UPS in den Vereinigten Staaten. Die fahren dann meistens immer rechts um den Block, solange es geht, weil es einfach schneller geht. Logischerweise. Oh, da habe ich glaube ich gerade... Ups. Habe ich das Grün verpasst? So, also wie gesagt, rechts sehen wir mein Navigationssystem. Oben rechts im Navigationssystem sehen wir unseren derzeitigen Kontostand von 1125 Euro. Ja, Euro. Ich habe das entsprechend umgestellt, weil ich es irgendwie geiler finde. Auf Euro statt auf Dollar und ich habe auch keinen Bock auf Gallone und so, um das umzurechnen. Oder auch Meilen, was die Abstände angeht. Das habe ich alles auf Kilometer und Celsius statt Fahrenheit und so weiter. Also alles nach dem metrischen System. So, nicht, dass ihr euch wundert, warum hier Euros angezeigt werden. So. Damit sind wir dann auch schon am Ziel. Kurve nicht ganz gekriegt. So, da wo die Flagge ist, da müssen wir hin. Die befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes hier. So, da ist auch schon unsere Einparkmöglichkeit. So, entsprechend den LKW positionieren. Rückwärtsgang. Dann gucken wir mal, ob ich das noch kann. Auch lange nicht mehr gespielt. Ja, kommt gut. Langsam gerade werden. Ja, muss ich wohl noch ein bisschen korrigieren. Da kommt er nicht ganz so gut. Nee. Okay, da müssen wir nochmal korrigieren. Nach vorne. Ja. Zack. Jetzt müsste er passen. Sieht gut aus. So, ich muss hier schön in dem grünen Feld einparken. Bis zum Ende. Und jetzt steht er richtig, wie er stehen soll. So, mit T koppeln wir den Anhänger ab. Und damit haben wir unseren ersten Auftrag erfüllt. So, es gibt hier entsprechende Punkte für die Basisvergütung. Die bemisst sich nach der Reichweite. Je länger die Fahrt wird, umso mehr Punkte gibt es hier. Und durch die Erfahrungspunkte steigt man dann entsprechend auf, wenn man ein gewisses Level erreicht. Also hier unten Level 0 haben wir angefangen. Wir sind jetzt ein Neuling. Und bei Level 1 bekommen wir entsprechende Erfahrungspunkte. Und die können wir ummünzen in... ich kann es mal zeigen. Moment. So. Ah, hier haben wir unsere Firmenzentrale bekommen. Das ist unser schönes Startup-Gebäude. So, es ist eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Das stimmt. Leider hast du noch nichts, was du dort ausstellen könntest, also kannst du hier auch keine LKW sehen. Genau.
Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Dankeschön. Jo, das heißt, wir müssen erstmal Geld verdienen. Oder wir können auch einen Kredit aufnehmen. Jetzt allerdings noch nicht, sehe ich gerade. Hier ist das Banksymbol. Damit könnten wir einen Kredit nehmen. Aufnehmen noch nicht. So, ich wollte das mal eben mit der Karriere zeigen. Karriereentwicklung. Kann ich gar nicht zeigen. Na, hier die Fähigkeiten sind das genau. Da wir noch keine haben, kann ich es hier noch nicht zeigen. Also man kann das dann in seine Erfahrungspunkte, die man hier bekommt, in Fähigkeiten umwandeln. Zum Beispiel, dass man längere Strecken bekommt, weil man sich bewiesen hat. Da kommt man statt einer 100 Kilometer Strecke, dann kann man dann 200, glaube ich, und dann sind es 500 Kilometer und irgendwann sind es 1000 und mehr. Na, oder man kann seine Fracht beeinflussen, was man gerne fahren will. Zum Beispiel zerbrechliche Fracht, Gefahrengut. Hier ist also alles abgebildet. Das seht ihr aber dann in einem der nächsten Videos. So, wir holen uns mal den nächsten Auftrag, weil wir müssen ja noch Geld verdienen. So, hier haben wir die Auswahl der gesamten Aufträge, die aktuell hier verfügbar sind. So, hier ist auch so, da wir noch in keinem anderen Ort waren, sondern in unserer Startstadt Las Vegas, können wir auch alle anderen Aufträge noch nicht sehen, die hier sich quasi hier verstecken. Man kann auch zu dem Ort dann hinfahren und dort einen Auftrag entgegennehmen, falls einem dem besser gefällt. Wir bleiben oder müssen aber in Las Vegas bleiben. Und ich würde sagen, dass wir dann logischerweise, wie man das halt so macht, den besten Preis nimmt. Zumindest kann man das machen. So ist natürlich auch wichtig, was wir pro Kilometer bekommen. So, man kann das hier umstellen, kann dann den Preis pro Streckeneinheit, dann sieht man den besten Auftrag. Also hier bekommen wir 11,62 € pro Kilometer. Dafür ist die Gebühr entsprechend geringer, weil die Entfernung nicht so groß ist. Wir fokussieren uns aber erstmal auf den Preis, weil wir Geld verdienen müssen. Später benutze ich auch dann die Streckeneinheit nach Kilometer, also Preis nach Kilometer, weil das natürlich dann am meisten Geld ist, in dem Sinne, wenn man dann auch selbst Kosten hat. Jetzt sind wir ja angestellt und von daher ist uns egal, wie lang die Strecke ist. Uns interessiert der Preis hier. So, klicken wir doppelt drauf. Und damit haben wir den Auftrag auch angenommen. So, damit sitzen wir wieder in unserem LKW. Kurz mal gucken, wir müssen da hinten, glaube ich, längs. Ja, ist klar. Gut. So, Karre anwerfen. Hier links. Ja, geht da links. Achso, wir haben auch schon den Anhänger dran, ist klar. Ich dachte, wir müssen noch hinfahren. Okay, sehr gut. Jetzt einen extrem langen Anhänger dran, sehe ich gerade. Das heißt, hier müssen wir schon ein bisschen Radius ein bisschen erhöhen, damit wir auch entsprechend durchkommen. Wollen wir nicht gucken nach Gegenverkehr, gibt es nämlich nicht. Brauchen wir auch die ganze Breite der Straße. Gerade grün. Süd. Gleich hier linke Spur. So, und dieser Auftrag ist 314 Kilometer lang. Oder die Route ist 314 Kilometer lang, vielmehr. Rot. So, wir kommen in Las Vegas bei den vierspurigen Innerortstraßen.
als American Dream, ne? Alles groß. Ich finde es auch ganz cool, die Stadt ist ein bisschen das Las Vegas nachempfunden. Natürlich nicht 1:1. Aber sonst würde das ja extrem lange dauern. Ihr seht da vielleicht auch den Kilometer unten rechts, dass wir jetzt schon Kilometer weg haben. So, jetzt schon wieder ein, also ist natürlich kein Kilometer lang. Aber dann wird das Spiel ja auch, oder die Fahrt jetzt 4 Stunden dauern. 4:50 um genau zu sein. So, ja, hier wäre eigentlich knappiger gewesen, aber so, man kann das Spiel natürlich nach Verkehrsregeln exakt spielen. So, hier ist rechts, so abbiegen. Gucken wir nicht, ob da was kommt. Zack. Also ich spiele das Spiel nicht unbedingt exakt nach den Verkehrsregeln, weil mir das einfach zu lange dauert, ehrlich gesagt, hier mit 50 durch die Stadt zu tuckern. So, kann man ein bisschen Zeit gut machen. Ja. Dafür muss man natürlich die Bußgelder ausschalten. Keine Frage, jetzt kann man natürlich sagen, dann geht der Realismus flöten, aber weiß nicht. Ist ja immer noch ein Spiel. Da kann man das ruhig mal aussetzen. Sonst würde die Folge hier auch ohne Ende lange dauern. So, es geht so schon, ich finde, schon sehr lang alles. Von daher können wir das auch noch ein bisschen beschleunigen. Auf 84 Kilometer haben wir noch. Natürlich über diese ruckeligen Bewegungen wundert im Lenkrad. Also ich spiele das ganze Spiel mit Tastatur. Weil mir das bisher am meisten Spaß macht. Ist auch ein Lenkrad, wie ihr wisst. Aber das Spiel spiele ich irgendwie am liebsten mit Tastatur. So, jetzt fahren wir raus aus Las Vegas. Ab in die Wüste. So, haben wir aber glaube ich auch eine Nachricht gerade, wie ich sehe. Vielleicht sollte man mal Navi gucken. Weiß nicht. Kurz mal gucken. Ich glaube eine E-Mail haben wir. Ja, wir haben eine E-Mail. Ah ja, brandneue Peterbilt-LKW eingetroffen. Als zertifizierter Händler von Peterbilt bieten wir eine große Auswahl durch die Ausführung und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen. Die können Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Flagstaff. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, könnten Sie hinter unseren Türen erwarten. So, dann kann man hier direkt zum LKW-Händler springen. So, könnten wir jetzt quasi hinspringen. Online kaufen dürfen wir noch nicht, sondern erst ab dem dritten LKW. Da wir aber gerade eine Lieferung haben, können wir dann nicht hinspringen. Wir haben aber sowieso zu wenig Geld. Also bringt es noch nicht. So. Ich haue jetzt mal hier schön den Tempomat rein. Ist auch eine geile Funktion, wie ich finde. Dann haben wir erste Errungenschaftsforschung. Paul's Trail. So, und damit sind wir in Arizona. So, ja, rechts könnt ihr noch sehen, was wir denn fahren aktuell. Und zwar Reifen, 19 Tonnen. Von nach Flagstaff zur HMS Machinery. Wird am Montag zwischen 13.49 Uhr und 20.29 Uhr erwartet. Auftragsvergütung sind, haben wir schon gesehen, 3.500 Euro. So, wir haben noch 8 Stunden 56 Minuten Zeit, die Fracht abzuliefern. Und wir müssen unsere nächste Pause in 12 Stunden 51 Minuten machen. Hier im Spiel muss man auch schlafen. Das heißt, in 12 Stunden 48 Minuten spätestens, na, die deutschen Gewerkschaften, Arbeitszeitgesetze und so würden den Kopf zusammenschlagen.
Das kann den Amis aber egal sein. Ja, also wenn die Zeit vorüber ist, dann muss man 6 Stunden, waren es glaube ich, oder 8, bin mir ganz sicher, muss man schlafen. Man gähnt auch irgendwann während des Spiels, fängt er hier an zu gehen. Auch ganz witzig gemacht. Es gibt auch Tages- und Nachtzeiten, also wird alles hier simuliert, Regen und alles Mögliche. Haben wir alles, aber den Start natürlich nicht, weil wir in Kalifornien sind. Und hier regnet es kaum. Ist gar nicht. So, hier kann man auch mal den Schaden sehen. Also man kann sich auch entsprechend Schaden einhandeln, wenn man hier ein Auto rammt oder irgendwo gegenfährt. Dann muss man in die Werkstatt. Allerdings kann die Fracht auch Schaden nehmen und diesen Schaden kann man leider nicht reparieren in der Werkstatt. Jo, gibt es dem Ganzen noch ein bisschen Realismus. So, fahren wir hier mit 120 mit einem LKW. Signal, wir müssen die nächste Wiegestation rausfahren. Man will uns wiegen. So, das scheint es wohl in Amerika direkt an der Autobahn zu geben. So wie das aussieht. Und hier ist sie schon, die Wiegestation. So, da fährt man einfach rauf, bis zum Ende durch. Und zack. Ja, ihr seht, dass die Straßen manchmal grau und manchmal gelb sind. Das bedeutet, dass wir... grau bedeutet, dass wir auf der Straße noch nicht gefahren sind, und gelb bedeutet, dass wir die schon einmal befahren haben. Damit gibt es auch einen Bonus, wenn man den 100% Bonus des Spiels haben möchte. Dann muss man alle Strecken abgefahren haben. Es gibt zwar nichts dafür, man kriegt dann einfach nur den Erfolg verbucht. Außerdem war da kompliziert, also das Spiel geht halt sehr lang. Ist quasi ein Endlosspiel. Und irgendwann hat man sowieso die ganzen Strecken absolviert. Wenn man ein bisschen darauf achtet auch, wo man da mal einen Auftrag annehmen könnte, wo man noch nicht war und so weiter. Wenn man das will, natürlich nur. So, ab nach Flagstaff. So, in den USA ist das hier immer ein Abbieger. Die rechte Spur, die wird irgendwann zum Abbieger. Glaube ich zumindest, dass es so ist. In Euro Truck Simulator ist es auch so. Aber wir wissen ja, die deutschen Autobahnen haben sowas nicht. Also könnte das auch einfach vom Spiel abhängen. Schon viel geschafft, 100 Kilometer.
ich finde das Spiel eigentlich ganz geil. So, irgendwann wird es auch langweilig ein bisschen, wenn man das gleiche quasi macht. Aber dafür muss man erst ein paar Stunden spielen, bis das eintritt. Ich finde es aber mal interessant zu sehen, wie schwer es doch ist, einen LKW zu fahren. Besonders das Einparken, auch wenn es nur ein Spiel ist. Macht euch mal den Spaß, ladet euch die Demo runter und parkt so ein Ding mit Anhänger mal ein. Das ist mal eine ganz andere Hausnummer, als mit dem Auto einzuparken. Also mit dem PKW. Ich hatte schon immer Respekt vor LKW-Fahrern, aber seitdem habe ich noch mehr Respekt. Das ist schon ein bisschen komplizierter alles. So, hier haben wir unseren nächsten Kollegen. Jetzt mal hier den LKW groß. Ein bisschen hupen hier. Schon, jetzt geht er in die Knie mit der Leistung, geht bergauf, ist auch cool simuliert, finde ich. So, jetzt haben wir noch 32 Kilometer, sind also fast da. Hier müssen wir auch runter. Schon mal vom Gas gehen. Auch die Details manchmal finde ich schon sehr geil gemacht. Rückwärts rein. Das heißt, wir müssen hier irgendwie drehen. Mal gucken, ob wir das schaffen mit dem riesen Anhänger. Ich kenne dieses Grundstück natürlich schon. Deswegen weiß ich, dass man da rückwärts einparken muss. Das klappt gerade so eben. Knapp, 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 knapp. Zack. So. Ja, dann müssen wir ein bisschen vorfahren, das ist mir noch zu dicht. Upsala, rückwärts kann ich. Ja, sorry, ich muss jetzt ein bisschen mehr drüben.
Ach ja, jetzt rufen sie schon hier. Ah ja, ist ja gut. Ich muss hier meine Fracht abliefern, kann ich nichts für. Andere Seite passt das auch gerade so eben. Und bin ich da irgendwo gegengefahren? Am Dach bin ich gegengefahren. Das ist natürlich nicht so schön. So. Schön verschiedene Ansichten, wenn man das ein bisschen besser mit sehen kann. Oh, upsala. Da bin ich immer noch ein bisschen zu dicht dran. Okay, muss ich noch ein bisschen. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Ups. Da muss ich leider alles nochmal machen. Nächste tricky Stelle. Können wir dann hier mal gucken. So, zack. Die Ansicht ist ganz cool. In schwere Bereiche zu kommen, muss ich einfach vorstellen, dass man einfach einen Einweiser hat, der einen. Das kann man ja laufen. Dann müssen wir das Ganze mal machen. Also das Grundstück hier ist schon ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Aber der Ansicht geht es eigentlich. Das ist eigentlich kein Problem. Zack. Und damit sind wir auch drin fast. So, das sollte dann auch reichen. Jo, das sieht gut aus. Da sind wir drin. Sehr schön. So, wieder keine Schäden, wieder ausgezeichnet. Sehr schön. Oh, cool. Das ging auch mal nach oben her. Damit haben wir das erste Level geschafft. Yippie! Jetzt kann ich es euch zeigen. So, das sind die Fähigkeiten. So, man hat einmal hier die Möglichkeit, Gefahrgut zu trainieren. Dann kann man explosive Stoffe fahren oder Gase, brennbare Flüssigkeiten und so weiter und so weiter. Die kann man sich alle erfahren. Wir haben jetzt einen Punkt, den wir einsetzen können. Also entweder können wir hier was nehmen oder wir können dafür sorgen, dass wir längere Fahrten machen können. Was heißt mehr Geld. Je mehr Kilometer, je mehr Geld. Hier können wir es auch sehen, liefern bis 644 Kilometer, 1.6, 2.5 und so weiter. So, und es gibt dann auch immer eine höhere Vergütung.
So, oder man will ganz gerne hochwertige Fracht fahren, dann kann man Fähigkeit hier einsetzen oder hier oder hier oder hier für weniger Spritverbrauch. So, grundsätzlich ist es immer sinnvoll, mit den Fernfahrten anzufangen. Zumindest ein Punkt. So, dass man lange Fahrten machen kann. So, heißt natürlich, es dauert auch extrem lange für einen Auftrag. So, aber es ist sinnvoll, erstmal einen Rang zu steigen. Hier, damit man dann ein bisschen mehr Geld bekommt. So, jetzt haben wir nämlich schon mal 30% mehr Vergütung. Das sieht doch schon mal gut aus. So, dann geht man auf Anwenden und damit ist das erledigt. Neue E-Mail haben wir auch. Ah, jetzt kommt die Bank. Cool. Jetzt können wir die ersten Kredite aufnehmen. So, wir können bis zu 97.500 Euro aufnehmen. Und dann schauen wir doch gleich mal, ob wir uns... Okay, da muss ich online kaufen, können wir nicht. Steht hier, Angebot an Kunden, die besonders Vertrauen genießen, nicht nutzbar, bevor du mindestens 3 LKW besitzt. Also müssen wir hinfahren. So, damit kann man einfach springen, wenn man keine Ware hat. Kann man einfach zum Angebot springen. So, ich finde persönlich die Peterbilt am geilsten. Vom Design auch her. So, finde die Ami-Schlitten finde ich auch geil, aber da ist vorne so viel, also da finde ich das Lenken manchmal ein bisschen kompliziert. Deswegen mag ich die eigentlich am liebsten, die Form. Die ist am einfachsten zu fahren. Hier sitzt man einfach extrem weit hinten und weiß dann gar nicht, wo hier das Rad genau steht. So, und den schwarzen, den können wir uns auch noch nicht leisten, der kostet über 120.000 Euro. So, wir müssen mit dem kleinen hier anfangen, oder wir können aber auch den für 94.000 nehmen. Das ist aber wieder der mit dem anderen Design. Also müssen wir theoretisch den nehmen, weil den können wir uns schon nicht mehr leisten. Der hat einen extra Aufbau. Okay, wissen wir Bescheid, brauchen wir 89.000 Euro. Das heißt, ab zur Bank. Nummer 75. Und dann nehmen wir 2 × 7,5. Dann haben wir auch die genaue Summe. So, 90.000 passt natürlich nicht ganz, klar. So, und damit kaufen wir ihn. Zack. So. Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKWs bei uns und würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bitte beachten Sie, bei allen hier gekauften Zugmaschinen ist die reguläre Versicherung bereits bezahlt. Das ist der Unterschied zwischen dem Euro Truck Simulator und dem American Truck Simulator. Hier zahlt die Versicherung fast alle Reparaturen. Man hat sehr wenig Kosten. Das scheint wohl in Amerika so üblich zu sein. Dass die Versicherung einfach höher ist und dafür hat man einen monatlichen Betrag und muss nicht so viel an Reparaturkosten investieren. Finde ich persönlich ganz cool. So, damit sitzen wir auch schon in unserem eigenen LKW. Yeah! Da ist das schöne Stück. Na, erstmal in weiß, lassen wir auch alles so, kostet alles Geld, das umzuändern. Wenn wir in schwarz nochmal umändern, sieht er nämlich noch geiler aus. So, zack, halt hier. In unserer Werkstatt. So. Ups. Gang rein. So, fahren wir einmal hier hin. Zu dem Haussymbol. So, damit kommen wir nämlich in unsere Garage rein. Hier kann man es sehen. Größe winzig, genau. Hier hat man übrigens die Möglichkeit, die 5 LKWs abzustellen und die kann man dann bestücken mit Angestellten. Was man auch hier sehen kann, Arbeitsagentur zum Beispiel. Da könnten wir Fahrer einstellen. So, wir müssen aber, wie man sieht, erstmal eine Arbeitsagentur finden. Die findet man auf der Strecke in den entsprechenden Orten hier, wo die Zeichen auch sind, die Fragezeichen. Da muss man erstmal mindestens eine finden, bevor man Mitarbeiter einstellen darf. Aber wir haben sowieso kein Geld für einen zweiten LKW.
Von daher muss das erstmal ausreichen. So, kann ich es nochmal zeigen. Jetzt haben wir hier nämlich den Frachtmarkt. So, da klickt man dann Las Vegas an. Hier sind wir ja gerade. Man kann auch hier anklicken, dann kriegt man die Angebote in dem jeweiligen Land, hätte ich was gesagt, in der jeweiligen Stadt. So, wir wollen aber nicht quasi, man muss dann mit dem LKW da hinfahren. Das wollen wir nicht, wir wollen hier in Las Vegas bleiben. Und schauen wir mal, was wir hier für einen Auftrag haben. So, jetzt kann ich es mal zeigen. Jetzt haben wir hier den Auftrag, wo wir 11.157 Euro verdienen können. Das ist aber nicht der beste Auftrag. Das ist zwar der Auftrag mit dem höchsten Preis, aber jetzt haben wir ja auch Spritkosten. Und jetzt ist es ratsam, diese Preis pro Streckeneinheit sich anzeigen zu lassen. Und jetzt sehen wir, dass wir mit einem kleineren Auftrag wesentlich mehr verdienen können. Nämlich 17,62 Euro pro Kilometer und bekommen dafür 5.984 Euro. Hier ist der andere Auftrag, der ist knapp darunter, ist dafür aber auch weiter weg. So. Und daher entscheiden wir uns für den Auftrag. So, jetzt sieht man auch schön, dass wir jetzt nicht dahin springen, wo wir hin müssen, sondern wir sind weiterhin bei unserer Garage und müssen jetzt zum Auftrag hinfahren. Ist nicht weit weg hier. So, hier kann keiner kommen, das ist hier eine Sackgasse. So, manchmal ein bisschen wilde Sau. Zeit ist Geld und so. Ja, kommt gerade nichts hier. Und Formel Rot hier. Easy. Ja, passiert nichts. Ein bisschen mal passen. Witzig, mal einfach mal hier die Regeln ein bisschen missachten. So, dann sind wir auch schon da. Da ist schon unser Auftraggeber. So, hier ist es jetzt anders. Hier müssen wir erstmal uns vorstellig werden. Moin. So, da muss man Eingabetaste drücken in den Frachtmarkt. Und nochmal in die Fracht rein, die hier mit GPS-Symbol bezeichnet ist. Weil das Angebot kann auch ablaufen. Wenn wir jetzt woanders längs gefahren werden und 15 Minuten gebraucht hätten, wäre das Angebot hier nicht mehr zu sehen. So, und jetzt können wir es auch erst annehmen. Vorher war das quasi nur ein Navi-Ziel. So, jetzt dürfen wir die Fracht entgegennehmen. Ups. Ja, die Kannsteine sind hier. Da ist eine Mauerwehr. So, jetzt kommt nämlich noch ein weiteres Geschichte. Jetzt müssen wir nämlich ankoppeln. Ups, falsche Ansicht. So, das finde ich auch sehr cool, dass man das auch machen muss. Und ist dieser Pinöbel, nenne ich es mal, der muss hier genau ran. Und zack, haben wir angekurbelt. Angekoppelt. Muss man einmal Taste T drücken, dann fährt er die Stützen ein und das war's dann auch schon. Dann fahren wir links raus. So. Okay. Gut. Das wollte ich einfach erstmal zeigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal sagt, ob euch die Folgen interessieren, der vom Euro Truck Simulator. Oder ob das nicht so eure Richtung ist. Wenn ja, dann mache ich mehr Videos. Wenn nicht, dann beschränken wir uns wieder auf F1 2016. Was es allerdings auch natürlich weitergeben wird. Also würde ich mich freuen, wenn ihr dazu mal ein Feedback in die Kommentare schreibt, ob ihr es interessant fandet oder nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Ich freue mich nach wie vor auch über Abos, allgemeine Kommentare und Likes, wie immer. Und hoffe, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis demnächst. Ciao.